Hola von Gran Canaria. Wir sind im Moment in Urlaub, gönnen uns ein paar schöne Tage in der Sonne, sind dem Wahnsinn in Deutschland entflohen. Und heute nehme ich euch mal mit ins Citas. Das ist das Einkaufszentrum, was ja vielleicht auch einige von euch kennen von Goodbye Deutschland, weil da ja auch Auswanderer Lokalitäten haben. Und das wollen wir uns einfach mal anschauen, wie das da drin ist. Ja, dann nehme ich euch jetzt mal mit. Ja. Wie ihr seht, sieht das schon von außen ganz witzig aus hier mit den Figuren, mit diesem Park. Da kann man dann ja auch schauen, was da alles so ist. Hier da hinten Hulk. Ich sehe dann schon Spider-Man und Superman. Noch ein Stück weiter. Da. Das mache ich hier so ein bisschen durch, dass ihr das besser sehen könnt. Ja, das ist schon mal ganz witzig gemacht hier, wenn man hier so lang läuft. Und das ganze Gebäude ist ja irgendwie so ein bisschen speziell. Wenn ihr das hier so seht. Hier haben wir jetzt nochmal, ich mache das mal hier wieder durch, Superman, Spider-Man, ja, also das ist schon von außen ein Highlight, was man sich wirklich mal angucken kann, wenn man eh hier ist. Auch der Eingangsbereich jetzt, dann mal weiter, so, und das hier oben, so, ja. Und hier geht es dann mal rein und dann schauen wir mal, wer überhaupt alles so auf hat, weil bestimmt ist auch noch einiges zu. Wir waren auch schon in einer anderen Mall und da waren auch viele Geschäfte noch oder wieder zu oder wie auch immer durch Corona. Aber hier sieht schon einiges offen aus. Entdeckt. Ein Käfer mit dieser 53 drauf, vielleicht kennt das noch jemand. Ich habe das früher immer geguckt, Herbie, diese Filme mit diesem Käfer und der ist eben dem nachempfunden, aber hier noch ganz niedlich mit Augen und Wimpern, das ist ja total knuffig. Ich guck mal, ja oben da mit dem Cita-Schriftzug, gut, ich bin jetzt von der anderen Seite ran. Jo, das ist ein bisschen, kann man jetzt so schlecht sehen durch die Sonne hier von hinten rein, aber das ist ja mal wirklich was Lustiges. Also den finde ich richtig, richtig gut. So, und hier sieht man das jetzt nochmal. Also ist der Schriftzug dann noch davon. Ja, das ist doch mal ein lustiges Highlight hier. Und ansonsten, wie ihr schon gesehen habt, vieles, vieles ist einfach im Moment noch zu. Ob das jetzt nur durch Corona bedingt ist oder ob das einfach generell so ist, dass hier vielleicht auch Mieten oder sowas teilweise zu teuer sind bei den Sachen, die leer stehen, keine Ahnung. Da hinten weihnachtet es, es blinkt, es blinkt und glitzert, strahlend blauer Himmel, ja gut, ein paar Wölkchen sind da, aber es ist Sonne, es ist über 20 Grad und da hinten blinkt der Weihnachtsbaum. Das ist alles so ein bisschen ja, surreal hier, wenn man hier so Weihnachtsdeko im Moment entdeckt, weil das einfach so gar nicht zu meinem Verständnis von Weihnachten passt. Ja, aber schauen wir uns das mal näher an. So, kann jetzt jeder selber entscheiden, ob er das toll findet. Ich stehe ja auf ein bisschen Weihnachtskitsch, aber der wäre jetzt so nicht unbedingt mein Geschmack. Aber hier haben wir das Golden Moments, was eben, wie gesagt, einige wirklich aus Goodbye Deutschland kennen. Und die haben das ja mega, mega cool weihnachtlich geschmückt. Also das ist dann schon wieder eher meins. Ist zwar auch viel Bling Bling, viel Kitsch. Gut, das leuchtet im Moment nicht über Tag. Aber das finde ich richtig cool. Also das mag ich richtig gerne leiden. Und wir werden nachher auch mal gucken. Es scheint zumindest dieser Imbiss, das sind ja mehrere Sachen. Das ist ja auch ein Friseur, den die haben. Und
noch so für Cocktails und so weiter. Der Imbiss scheint also schon mal aufzuhaben und wir werden da später noch einen Cocktail trinken. So, hier wegen so, alle, die wir jetzt mega lecker gegessen haben, gehen wir jetzt noch mal ins Zita und schauen jetzt mal, ob Golden Moments, ob da jetzt auch diese Cocktailbar von denen offen ist und ob wir da noch einen Absacker trinken oder wie auch immer. Wir wollen uns das jetzt erstmal anschauen. Und das ist auch total schön hier. Jetzt ist alles beleuchtet und wir kommen jetzt auch von der anderen Seite. Da seht ihr gleich, dass es hier den schiefen Turm von Pisa quasi gibt. Da kommt er jetzt gleich. Das ist auch witzig gemacht. Wir haben ja das Original schon mal irgendwann gesehen. Ist doch schon ein bisschen her wieder. Aber das ist wirklich richtig toll gemacht. Also wir fanden es toll, auch wenn drinnen, wie ihr es vorhin gesehen habt, nicht alles auf ist und alles ein bisschen verlassener wirkt. Ja, aber das ist auch ganz witzig. So, und wir gehen jetzt rein und schauen, ob das Golden Moment auf hat. Also die Currywurst oder so brauchen wir nicht mehr, weil wir sind voll so. Und hier seht ihr jetzt auch die schöne Deko, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, die das Golden Moments da gemacht hat. Und jetzt blinkt und funkelt schon alles. Also ich stehe ja in Sachen Weihnachten auf diesen Kitsch, muss ich gestehen. Und von daher finde ich das total klasse.